Moin, mein Name ist Alvo, ich bin im Wald unterwegs und heute geht es einfach auf eine kleine Bushcraft-Tour. Ich komme ein bisschen mehr Zeit freischaufeln als die letzten Male. Wir suchen uns ein spannendes Fleckchen, um ein bisschen abzuschalten nach der Arbeit. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib da einfach dran. Tja, wie man sehen kann, filme ich jetzt gerade mal wieder zur Abwechslung mit der Action-Cam. Das habe ich lange nicht mehr gemacht. Ja. Mal gucken, wie so die Bilder sind. Wir haben wieder einen typischen norddeutschen Winter, also Regen, Grau. Aber Hauptsache, Sunrise hat Spaß. Ich möchte heute auch noch ein kleines Stückchen Holz suchen, weil ich mir eine Schüssel machen möchte für die anstehende Mittelaltersaison, ja, um ein bisschen draus zu schnabulieren sozusagen. Mal gucken wir mal, ob wir ein geiles Holzstückchen finden. Ja, hinter mir seht ihr und gerade da auch noch mal ein bisschen mehr und übrigens, da hinten ist auch noch was. Das Holz, das die Forstarbeiter bei ihren letzten Arbeiten übrig gelassen haben. Ich könnte mir davon jetzt natürlich ein schönes Stück abschneiden. Das Problem daran ist, das ist alles Buche und ich glaube sogar teilweise Eiche dabei. Ja. Und ich sag mal, das ist ein ziemlich hartes Holz, ist zwar schönes Holz, aber zum Bearbeiten, vor allen Dingen von Hand, irgendwie nicht so angenehm. Deshalb suche ich noch mal eine Runde weiter. Ja. Wir haben hier einen Staatswald, einen Mischwald, Buche, Eiche, ein bisschen Kiefer mal so zwischendurch. Da wird es ein bisschen schwierig, eine Birke oder Weide oder so zu finden oder eine Linde. Aber ich guck mal, was ich hinkriege. So Leute, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ja, ich nehme jetzt was von dem Holz hier hinter mir. Und zwar von der Fichte, die ich mir da raussuche. Ja. Ich habe nicht mal einen lebenden Baum mit weichem Holz gesehen. Ja, nur Buche, Fichte und noch ein bisschen Eiche hier und da. Keine Ahnung. Aber man muss halt das Beste aus dem machen, was man hat. Ja. Deshalb gibt es da jetzt erstmal eine kleine Sägeaktion. Schöne Buschkraftsäge. Das Problem ist, ich habe heute nur gefrühstückt und wir haben schon Nachmittag und ich wollte unbedingt das Holz sägen, bevor ich was esse. Super Idee. So, das war schon mal gut anstrengend. Und jetzt seht ihr, schön gerade Fläche. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal nach hinten. Ich überlege noch kurz, wie groß das Stück so werden soll. Und dann geht's los. So, hier ist der Brocken, aus dem später Sunrise. Aus dem später eine schöne Schüssel werden soll. Ha? Ich werde gleich ein bisschen anfangen zu schnitzen, aber die richtig dicke Arbeit mache ich zu Hause. So, und jetzt suche ich mir da hinten erstmal einen schönen kleinen Buschkraftplatz. Ja? Die Hängematte ein bisschen aufspannen, mir ein bisschen was zu essen machen. Wir quatschen noch eine Runde, genießen die Natur zusammen. Ja? Aber erstmal ein bisschen durchschnaufen.
Tja, um 20 cm verschätzt. So, jetzt aber. So, komm zum Kochen mal näher ran. Tja, eigentlich kochen wir heute gar nicht. Ich habe mir einfach nur, weil ich gestern zu Hause was gekocht habe für meine Freundin und mich, einfach nur ein paar Nudeln mitgenommen. Ja, aber die machen wir uns jetzt warm. Boah. Ist das da hinten Sam Weiß? Ja, ne? Sam! Obwohl, hier hast du eigentlich überall Pfützen. Du bist doch die ganze Zeit am Saufen. Was ist denn los mit dir? Das hier sind übrigens die Nudeln. Nein, Sam. Die sind alle für mich. Einfach so. Unverschämt bin ich, ne? Nein. Hör auf. Brauchst du gar nicht so erstaunt zu gucken. Ja, bist du nass. Bist wieder überall rumgeturnt, ne? Die kleinen Dinger hier, ne? Die übrigens so aussehen wie so alte Fotodosen, falls ihr euch noch an die erinnern könnt. Ich weiß nicht, wo man die herkriegt. Ich hatte die einfach dabei. Und zwar, als ich mir letztens Salz bestellt habe. Nährsalz, also Hefenährsalz, um den Wein anzusetzen. Und da ist so ein Ding immer, also da ist das drin. Und ich finde die mega praktisch, die kleinen Dinger. So für Öl und so Kleinstflüssigkeitsmengen. Vielleicht auch für Sojasauce, müsste man mal gucken. Ich guck mal, ob man die irgendwo bestimmt kaufen kann. Ich denke schon. Ich forsche da mal nach. Tja, meinem Atem sieht man ja, es ist schon ein bisschen kälter. Also wir haben theoretisch immer noch Winter, auch wenn es aussieht wie Herbst. Wir hatten auch zwischendurch einmal Schnee jetzt. Der ist aber am Tag danach, also in der Nacht, ist der direkt wieder geschmolzen. Also so wie es jetzt hier aussieht bei mir, so sieht es seit Mitte, Ende November aus. Durchgehend, die ganze Zeit. Grauer Himmel, einmal hatten wir zwischendurch drei Sonntage, feucht, weil es die ganze Zeit regnet, nieselt und was weiß ich nicht alles. Ja. Ja, lecker. Ich bin natürlich gerade wieder ein bisschen am Ausrüstung testen, ja, auch für Touren, für die nächste Wandertour. Heidschnuckenweg, darüber reden wir nach dem Essen. Ja. Zum Beispiel habe ich mir Meindl-Schuhe gekauft, aber die sind natürlich top, das weiß man ja. Samweis ist gut. Komm hier. Fein. Aber unter anderem teste ich natürlich zum Beispiel hier diese kleine Matte, die ein bisschen aussieht wie eine Z-Light. Und lasse mir gerade nach eigenen Wünschen einen Haudegen anfertigen, ja, aus Lodenstoff. Findet ihr natürlich dann alles später als Reviews, Erfahrungsberichte und was weiß ich auf meinem Gear-Kanal, ja. Link unten in der Beschreibung, wer noch nicht erfahren hat, dass ich so einen habe. Machen wir noch ein bisschen was an Gewürzen rein. Salz können wir noch gebrauchen. Und dann ist das auch gleich schon fertig. Ist ja nur aufwärmen, ne? Ist ja kein Kochen großartig. Aber es braucht halt was für den Hunger. Guckt euch an, wie das dampft, ja. Einfach lecker. Ein paar Käse-Tomaten, Macaroni, ja. Tippitoppi. Aber das waren sie ja gestern auch schon. Na hier, du Gieriger, komm, nimm eine Nudel. Naja, guck mir nicht so gierig an. Geh woanders schnorren. So, ich habe gut gegessen. Jetzt machen wir mal einen kleinen Entspannungsspaziergang. Es gibt noch ein paar Dinge, über die ich mit euch schnacken wollte. Fangen wir damit an, dass ich nicht auf dem Heidschnuckenweg unterwegs war, weil ich krank war. Das heißt, ich hatte mir zwar den Urlaub genommen,
aber direkt davor eine lange Krankperiode und ich war absolut nicht fit. Und meine Frau hat auch gesagt, so, du bleibst jetzt mal zu Hause, ja, anstatt entweder ständig bei der Arbeit zu sein oder ständig im Wald zu filmen. Und da habe ich mir ein bisschen Zeit für die Familie genommen und so weiter. Deshalb ist der Heidschnuckenweg jetzt, würde ich sagen, auf den März verschoben, weil im Februar ist erstmal noch ein bisschen was zu tun. Das stört mich jetzt dann doch gar nicht so sehr, weil dann die Tage auch länger sind und ist das Wandern einfach spannender, wenn man abends noch ein bisschen Sonne übrig hat. Ja. Außerdem habe ich dann wahrscheinlich schon meinen neuen Loden-Anorak dabei. Ja. Da freue ich mich irgendwie ein bisschen drauf. Und außerdem habe ich auch... neue Wanderschuhe, die ich dann ausprobieren werde. Ja. Meindl Gaffert oder Guffert oder Guffert. Ich weiß nicht genau, wie sie ausgesprochen werden. Hör auf rumzufiepen, du. Du bist hier gerade nicht dran. Ich rede hier gerade. Ja, also tippitoppi Wanderschuhe. Besser habe ich es, glaube ich, in meinem Leben noch nicht gehabt, muss ich sagen. Und ich bin ganz gespannt darauf, die endlich mal bei einer Weitwanderung ein bisschen mehr auszuprobieren. Wir waren dann trotzdem während... meiner freien Tage in der Heide unterwegs, tatsächlich auch auf Teilen vom Heidschnuckenweg, die ich schon gelaufen bin, bei Undelow, absolut empfehlenswertes Örtchen, ja, mit dem Hotel Heiderose, sehr, sehr schön. Da war auch tatsächlich ein bisschen Schnee, wunderschöne Landschaft mit dem Hund zusammen, ja, natürlich an alleine, ist klar, also absolut empfehlenswert, kann man nichts anderes sagen, ja. Ich glaube, das habe ich eben schon mal gesagt, aber... die ganze Ausrüstung, die ich natürlich gerade teste, die werdet ihr dann natürlich mit Reviews und so weiter und so fort auf meinem Zweitkanal, dem Gear-Kanal, finden. Einfach mal in die Beschreibung reinklicken, ja, abonnieren kann man nichts mit falsch machen. Dem einen oder anderen ist es aufgefallen, ich bin tatsächlich schon mal angeschrieben worden, so, hey Alvo, bei deinen Kochsachen und so weiter und so fort, du isst ja gar kein Fleisch mehr, ist da irgendwas los? Und tatsächlich, meine Frau und ich machen gerade seit Neujahr so ein bisschen... Vegetarier kann man es nennen. Also ich habe zwischendurch mal Fischstäbchen gegessen, aber halt kein Fleisch von Vögeln, Schwein, Rind und solche Geschichten. Und auch kein Alkohol tatsächlich. Aber das mit dem Alkohol, das hat natürlich eine Ablaufzeit. Ja? Weil wie viele wissen, mache ich ja Fruchtweine selber. Und jetzt habe ich mittlerweile zwei neue Weine angesetzt. Ja, einmal wieder Apfelwein, der ein bisschen weniger stark sein soll. Und ein Orangenwein. Bin ich sehr gespannt, ob daraus was wird. Ja? Total einfach und simpel gemacht mit Saft. Einfach nur aus dem Supermarkt. Also nicht mal, weil ich meine, ich habe hier halt keinen Biobauern um die Nähe, der Orangen anbaut. Das habe ich halt einfach nicht. Außerdem möchte ich dann demnächst noch ein Met ansetzen. Ich bin gerade darüber informieren, weil Met ist ein bisschen komplizierter als Fruchtweine, aber da halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden. Ja, auch immer gern bei Facebook poste ich da mal Bilder rein oder mal ein kleines Video, wie ich gerade was ansetze. Einfach so ein bisschen Hintergrundinformation sozusagen. Nicht mehr lange geht ja auch die Mittelaltersaison los. Wir haben unseren ersten Markt Anfang April. Deshalb will ich da jetzt auch anfangen mit der Schale und ich setze jetzt auch gerade ein bisschen mehr verstärkt Wein an, weil ich habe jetzt insgesamt 55 Liter Apfelwein angesetzt und 55 Liter Orangenwein. Ja, wir bewegen uns auf den Sommer zu, auf die Partyzeiten sozusagen, ja, auf die Festivalzeiten können wir es natürlich auch nennen, weil Mittelaltermärkte sind natürlich irgendwo auch Festivals, auch wenn das immer ein bisschen anders ist. Ne? Das ist kein richtiges Rockfestival oder so, wo alles laut sind und alle sich daneben benehmen, aber trotzdem sind es irgendwie viele Menschen, die ja, Alkohol trinken und teure Sachen essen und Musik zu hören und so weiter. Ne? Kann man ja nicht komplett miteinander vergleichen, aber ein bisschen vielleicht. Ich habe demnächst überlegt, wollte ich mal ein kleines Frage-Antwort-Video machen, weil mir zwei, drei Sachen selber durch den Kopf gehen, die ich euch sowieso erzählen möchte. Das heißt, wenn ihr Bock habt, ein paar Fragen zu stellen, dann schreibt ihr doch einfach unter dieses Video unten in die Kommentare rein. Ja? Ich nehme die Fragen dann gerne mal auf. Natürlich kann ich wahrscheinlich nicht alle beantworten, aber so ein paar auf jeden Fall. Und die gesellen sich dann zu den anderen Sachen, die ich sowieso einfach mal erzählen wollte. Ja? Da werde ich mich in den Wald setzen, einfach sehr lange mit euch ein bisschen quatschen und euch dann halt auch Fragen beantworten, wenn ihr sie hier in diesem Video unten in die Kommentare reinschreibt. Ich überlege dann, wann ich so den nächsten Overnighter mache. Das Problem ist ja, dass es, wenn ich jetzt von der Arbeit nach Hause komme, immer stockenfinster ist. Ja? Also wenn ich dann sozusagen einen Afterwork-Overnighter, also einen nach der Arbeit Entspannungs draußen schlafen mache,
dann, ist alles dunkel und das ist schwierig mit dem Film. Ich experimentiere da gerade ein bisschen rum, jetzt auch gerade mit mehr so manuellen Einstellungen, Blende, was weiß ich, habe von sowas keine Ahnung, ich probiere einfach ein bisschen was. Vielleicht kriegen wir da was hin, dass ich dann mal, ja, sowas filmen kann, entspannt, ja, vielleicht auch mit einer Taschenlampe, ich muss mal gucken. Bis jetzt hat es mich immer ein bisschen davon abgehalten, das zu filmen, selbst wenn ich draußen geschlafen habe, eben weil es dann so dunkel ist und ihr dann ja die meiste Zeit ja nicht so richtig etwas sehen könnt. Ja, da fände ich es angenehmer, wenn es dann halt wieder längere Tage sind. Und es werden ja jetzt auch wieder längere Tage. Aber nur damit ihr einmal Bescheid wisst, warum vielleicht gerade nicht so viel an draußen schlafen einfach rauskommt. Das wird sich aber dann in nächster Zeit ein bisschen was ändern. Vor allen Dingen, wenn ich auch mit der Technik ein bisschen mehr ausprobiert habe, mich da ein bisschen reingefuchst habe und ja, auch einfach mehr weiß im Endeffekt, so dass ich vernünftige Aufnahmen einfach machen kann. Summer ist so ein richtiger kleiner Ninja, ja, der robbt sich immer durch die ganzen Dornbüsche und was weiß ich nicht und dann siehst du ihn halt einfach nicht mehr. Das ist schon, ich muss manchmal rufen, damit ich, und dann hebt er so den Kopf raus, so, hallo, wo, was? Das ist super sweet. Heute filme ich übrigens mit einem anderen Mikrofon, ja, sonst habe ich ja das batteriegespeiste Richtmikrofon. Heute ist es eins ohne Batterie, ja, mal gucken, wie der Sound so ist, muss ich da mal in der Nachbearbeitung gucken. Ansonsten schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, ob ihr da einen Unterschied gemerkt habt. Ja. Es gibt noch eine Kleinigkeit, zu der ich mich mal äußern wollte. Ich habe letztens in den Foren wieder so eine typische Diskussion, so eine verbissene, mir durchgelesen, versucht nachzuvollziehen, warum die Leute sich da streiten. Und zwar geht es im Großen und Ganzen um den Punkt Survival. Ja. Was ist wichtiger, Wissen oder Ausrüstung? Und dann gibt es natürlich die Fraktion, die sagt, ja, mit der besten Ausrüstung brauchst du ja nicht viel Wissen und du kannst auch nicht alles wissen, deshalb mit guter Ausrüstung bist du bedient. Ja, das ist wichtiger, als gutes Wissen zu haben, auch wenn das vielleicht nicht komplett abzulehnen ist. Die anderen meinen, nein, die Ausrüstung kann ja auch kaputt gehen und was weiß ich nicht alles passieren und verlieren und nur Wissen ist das Wahre, weil du kannst alles improvisieren und so weiter. Und ich finde es immer ein bisschen lustig, dass die Leute sich da streiten drüber. Das einfach deshalb, weil Survival ein unglaubliches Was-wäre-wenn-Feld ist. Es ist, du kannst halt nie voraussagen, in welcher Situation du bist, die dich in Gefahr bringen könnte, weil ansonsten wüsstest du ja vorher, welche Situation das ist und du könntest dich gezielt darauf vorbereiten. Das ist ja gerade das Ding an Survival. Und das Problem ist, du kannst nicht auf alle Situationen vollkommen vorbereitet sein. Du kannst einfach gar nicht das Wissen in dem Sinne haben, dich perfekt auf jede Situation vorzubereiten. Was du aber machen kannst, ist, wenn du auf eine Reise gehst oder sonst irgendwas in der Richtung, ungefähr zu wissen, was dort Sache ist. Ja? Deine Ausrüstung sozusagen darauf anpassen und gleichzeitig ein bisschen Wissen dir aneignen und das einfach zu kombinieren. Also ich verstehe nicht, warum sich die Leute darüber so ankacken in den Foren. Eine Kombination aus beidem. Und dann viel Wissen und dann trotzdem Feuerstahl und ein Messer und vielleicht ein kleines Tarp dabei haben. Ja, das als Kombination ist ja schon, damit kannst du ja das meiste schon irgendwie retten. Und ich verstehe einfach nicht, warum da wieder drum gestritten wird. Das ist so ein alberner Streit. Das ist genau wie dieses teuer versus günstig, Ultralight versus was weiß ich, Bushcrafter sind keine richtigen Wanderer. Alles Mögliche habe ich da schon irgendwie gehört. Und ich verstehe bis heute immer nicht, warum die Leute sich im Internet in ihrer Freizeit so ankacken. Also ich habe nicht viel Freizeit und ich möchte die bitte gerne nutzen für Dinge, die mich entspannen und mir Spaß machen. So, begutachten wir doch mal das gute Stück. Habe ich auch gerade geschnitten. Das sieht gerade aus, ne? Und die Seite? Ja, die nicht so. Aber die Seite hier ist gerade geworden, die andere geht so. Das heißt, das wird hier unsere Oberfläche, ja, wo ich aushöhle. Das ist einfach eine schöne Maserung. Da werde ich eine schöne Schüssel draus machen können. Vor allem hier so drin sieht das richtig hübsch aus mit der Maserung. Top! Aber damit fange ich nicht jetzt an. Ich habe mein Beil nicht dabei. Und auch nur ein kleines Messer im Endeffekt. Schicke ich euch mal ein paar Bilder bei Instagram hoch, ja, wenn ich damit richtig angefangen habe. Ein paar Fortschritte. Mit einem Platz zu finden für unser Bushcraft-Treffen, ja, vielleicht zweimal im Jahr oder so, sozusagen das einfach draußen Bushcraft-Treffen, wenn man den Kanalnamen sozusagen in der Tradition sehen möchte.
Ich habe bei Plätzen nachgefragt, aber zum Beispiel der eine Platz bei mir in der Nähe, wird immer nur an Pfadfindergruppen ausgegeben. Dann gibt es nur mega wenig Plätze. Ich schreibe den an und den. Manchmal kriege ich keine Rückmeldung. Gestaltet sich ein bisschen schwierig. Ich bleibe dran, irgendwo Nordniedersachsen für uns ein schönes Fleckchen zu finden, wo wir dann einfach mal ein schönes Wochenende, ja, ein bisschen Bushcraften können, ein bisschen austauschen vor allen Dingen. Ja. Das ist ja dann schon was Schöneres, als einfach nur immer in den Kommentaren zu schreiben, sondern dann auch mal richtig face-to-face, von Gesicht zu Gesicht schnacken können. Da hätte ich Lust drauf. Wie gesagt, ich bleibe dran mit dem Platz und wenn was bei rumkommt, informiere ich euch. Die Sonne geht langsam unter, es wird immer dunkler, die Dämmerung tritt ein. Ich habe auch noch einen ordentlichen Weg zurück, ein paar Kilometer. Deshalb packen wir jetzt langsam mal ein und wandern noch eine Runde zurück. Ja, mein Freund, an der Grenze zum Wald ist auch die Grenze des Videos. Ich hoffe, die kleine Tour hat dir sehr viel Spaß gemacht. Mich hat sie auf jeden Fall gut entspannt. Ja, mit einem kleinen Sunrise rauszugehen, ein bisschen was zu essen, ist irgendwie immer eine Entspannung, vor allen Dingen mit der Hängematte. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach mal durchklicken für weitere Bushcraft-Touren. Hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Da findest du auch einen Button für meinen Zweitkanal, den Gear-Kanal. Einfach mal vorbeischauen. Ansonsten lass mir doch ein Like da, wenn du Lust hast. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.